Das jetzt hier in diesen komischen Babyrosa Färbe. Geht eigentlich. Vielleicht ein bisschen sexistisch, ne? Ja, Frauen immer rosa. Ja, aber ich finde halt, es passt irgendwie schon fast zu ihr. Ja, sie will ja so ein bisschen weiblich sein, ist es aber halt eigentlich irgendwie gar nicht mit ihren ewigen Gesaufe. Ich habe keine Ahnung, was sie hier verfärbt. Hosen. Die können eigentlich schwarz bleiben. Ich will vielleicht die Schuhe hier ein bisschen anders färben, nicht aber nicht rosa. What? Geht eigentlich. Ich dachte halt, es färben sich halt nur die Hosen. Ja, das ist total nein. Total nein, das geht ja mal modisch gar nicht. Rüstung unten. Accessoires unten. Das ist jetzt das Fell, ne? Das passt natürlich ihr Oberteil nicht mehr so ganz. Bleibt das so? Vielleicht würde ich den einen Gürtel hier noch verändern. Ja. Ich denke, so würde ich das machen. So. Du hier, du bist sehr blau. Sehr, sehr blau. Das finde ich bei ihm ein bisschen sehr seltsam. Teile entfernen. Armbinde kannst du belassen. Ich glaube, die Rüstung hier, ich glaube, die mag ich bei ihm einfach nicht. Vielleicht ein bisschen was, aber jetzt auch nicht so extrem. So reicht er mir eigentlich schon völlig. Blau finde ich, ist eigentlich bei ihm okay. Kriegt er eine Schulterdingens hier oder so. Schulterrüstung da. Links, rechts. Ich nehme mal die rechte. Und die Rüstung oben färben in und Silber, weiß, keine Ahnung. Ich glaube, das ist okay. So, Merania. Teile entfernen. Diese komische Jacke. Die ist nein. Einfach nur nein. Catnap soll es auf jeden Fall tragen. Ja. Oh, guck mal, Schleifchen. Armband soll es auch behalten. Hüfttaschen. Stiefel sind ein bisschen sehr protzig, ne? Jetzt passt aber auch der Gürtel nicht mehr. Und die Hüfttaschen. Ich würde gerne irgendwie eine andere Jacke überziehen. Irgendwie was anderes, weißt du? Schwarz-Rot ist immer eine tolle Farbkombination. Nutze ich gerne. Ist bestimmt noch nie jemand aufgefallen. Warum nicht? Warum muss sie mit so wenig rumlaufen? Weil sie es kann. Nee, weil einfach die Jacke einfach scheiße aussieht. Und sorry, die Jacke ist einfach sehr präsent bei ihr. Ja? Da kann ich auch nichts für. Rüstung oben. Färbt sich da überhaupt noch was? Ach, das Ding. Kannst du in Schwarz haben. Oberkörper.
Oder meint das umgekehrt? Er ist das Schwarze und auf da ist dieses andere dann in Rot oder so. So. Hat sich da überhaupt was gefärbt? Nein. Aber dann lassen wir es halt so, glaube ich. Ah, ich gehe mal raus aus dem Menü. Das will ich vielleicht gar nicht. Hat interessante Klamotten. Aber ich würde bei ihm ein bisschen was einfärben. In ein bisschen grün. Ja. Auch wenn das mit dem Schwarz ihm eigentlich schon ganz gut steht. Aber er ist nicht so der elegante Typ, der einfach nur Schwarz tragen kann, finde ich. Gib ihm mal ein ganz tolles Grün. Ein ganz tolles. Ja, ist okay. So, Rüstung unten. Aha. Accessoires unten. Hat sich viel verfärbt. Ja, das ist okay. Nein, warte. Das hier, ist das das? Nein, das ist nicht das, was ich färben wollte. Ich hätte eigentlich gern hier diese, möchte gern Strumpfhose da irgendwie anders gefärbt. Aber das kriege ich mal wieder nicht. Teil entfernen. Der Rock steht ihm seltsamerweise. Was ich nochmal anders mache. Nee, das ist okay. Mit ihm bin ich eigentlich nicht ganz zufrieden. Bei dir machen wir das Rote. Machen wir Lila. Ich glaube, Lila steht dir ganz gut. Ist das Lila? Königsviolett. Nee, ich glaube schon. Lila kann manchmal eine ganz tolle Farbe sein. Aber nur manchmal. So. Haben wir dann jetzt mal die Färberei hier mal fertig? Ich glaube schon. Weil eigentlich hätte ich auch jemanden gerne halt irgendwie so goldgelb irgendwie eingefärbt. Nur keiner unserer Charaktere ist wirklich dafür geeignet. Und plötzlich steht sie halbnackt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Kann sie nicht da irgendwie eine längere Hose tragen oder so? Das ist doch... Ich kann nichts dafür. Sie trägt ja auch sonst keine Hose. Sie trägt nur eine Jacke. Ich kann nichts dafür. Aber sie braucht ja sicher nicht zu verstecken. Also, ja. Ja, hier sieht ganz schnieker aus. Kann man machen. Sieh da, es ist besser ohne diese ganze viele Rüstung ringsherum. Er trägt ein dezentes Grün und er hier... Oh, er sieht eigentlich jetzt aus, wie er vorher halt aussah, halt ohne diese pompöse blaue Rüstung. Das finde ich vollkommen okay. How long are you going to mope around? You're the man of the hour. Act like it. I know. Maybe I should just go back. Ja, aber nur vielleicht. Wenn man mich lässt. Und so. Boah, es war jetzt aber auch noch Einfärberei. So, Wahrsagerin. Ich will wissen, wo ich meine Liebe finde. Wie findest du beim Mosttor da hinten? Und oh, ich tue so, als wäre ich erschreckt. Ja, vielen Dank für diese Offenbarung. Ja, danke. Ah. Gut, ja, probieren wir das hier nochmal und dann gehen wir zum Schloss.
bevor wir dann irgendwie noch Mecker kriegen, dass wir nicht ständig beim Schloss sind und so. Man kennt das ja. Mecker hier, Mecker da, Mecker hier. Hallo? Pragmatiker. Hallo, freut mich. Was glaubst du, ist das Allerwichtigste für einen Mann? Ein leidenschaftliches Herz. Du lebst in einer Traumwelt. Na, macht ja nichts. Was fehlt unserer Insel Lazuli, ist deiner Meinung nach? Schöne Frauen. Ich bemühe mich hier um eine ernsthafte Unterhaltung. Sowas Unverfrorenes. Manchmal dachte ich halt dann mir den Satz zu Ende, wenn ich ihn nicht zu Ende lesen konnte. Es passiert. So. Mal ganz kurz gucken, ob hier rein zufällig ein Frosch ist. Nö. Okay. Zurück zum Schloss. In die unendlichen Weiten von Lazulis Schloss. Ach ja. Anders hinsetzen wir auch nicht verkehrt. Zael had lost sight of his reason for fighting. He began to doubt even his own dream of becoming a knight, the very thing that had always kept him going. Struggling to face the realities that had crushed his will to go on, Zael found himself standing at the very spot where his battle by Callista's side had begun. This is what I wanted. I'm going to become a knight. Even Callista will be mine. It's everything I wanted. What's that? Who's singing? Jetzt weißt du auch ganz genau, wer da singt. Es gibt nur eine Person, die das Lied überhaupt kennt. I can hear it more clearly in this direction. Dann gehen wir doch mal da in die Richtung. Wahrscheinlich ist sie in ihrem Zimmer, oder? Nee. I can hear it more clearly in this direction. Ja, dann gehen wir mal auf die Verbindungsbrücke. Aber auch niemand steht. Wo ist sie? Sie ist wieder leiser. Is it only me who can hear it? Nobody else seems to have noticed. Das macht die Sache nicht besser. Also spinnt Zael inzwischen schon ein bisschen, oder was? Das war schon fast klar. Aber wo genau? Von hier aus gibt es ja auch noch mal 500.000 Möglichkeiten, ne? Von da unten? It's underneath the castle. It's coming from down below. Und das hörst du durch das ganze Schloss hindurch? Schlossgewölbe.